Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht's ums Silvester-Special. Und wenn du wissen willst, was dich jetzt erwartet, dann bleib dran. Das Silvester-Special ist jetzt da. Anders als das Weihnachts-Special. Tut mir leid, das ist leider nichts geworden. Aus verschiedenen Gründen. Aber für 2023 wird es definitiv auch pünktlich ein Weihnachtsspecial geben, weil das ist jetzt schon vorbereitet und steht bereits in den Startlöchern. Ja, aber was machen wir denn jetzt im Silvester-Special? Naja, einerseits möchten wir ganz kurz über das Jahr 2022 reden, auch über das Jahr 2023 und was meine Pläne sind. Und dann gibt es etwas, was extra für euch, extra für Silvester ist. Und zwar das Thema Leuchtnocken. Ja, das Jahr 2022. Also das ist ja wirklich ein ganz besonderes Jahr gewesen. Wer hätte es kommen sehen? Na, ganz ehrlich, man konnte es schon im Oktober im Vorjahr sehen. Da gab es eine massive Truppenkonzentration und das war auf Satellitenbildern zu erkennen, aber viele haben halt gehofft, dass es nicht passiert. Jetzt ist es so und wir müssen irgendwie damit umgehen. Glücklicherweise ist bei uns noch immer alles gut. Unsere Infrastruktur steht immer noch und das soll auch bitte so bleiben. Das wäre wirklich mein größter Wunsch für 2023. Aber gut, das haben wir nicht in der Hand. Aber auch bogensporttechnisch war das Jahr 2022 wirklich ein besonderes Jahr. Denn es gab sehr viele Neuentwicklungen und vor allem geht das Ganze gerade in eine spezielle Richtung. Da fällt mir zum ersten ein das 7-Schuss-Magazin von EK Archery, das Metallmagazin der Steamboat Stinger, die Sammleredition der Steamboat Stinger, ganz, ganz, ganz viele neue Pfeile von ganz, ganz, ganz vielen neuen Herstellern und Dyneema hat Einzug genommen. Und dann gab es auch noch eine Vlad und auch noch eine Terminator 3. Alles Dinge, die den Bogensport gerade im Bereich der 6,5 Zoll Pfeile wirklich revolutioniert haben. Das muss man einfach so sagen. Und alleine der Wandel, den die Stinger im Jahr 2022 gemacht hat, finde ich schon mal echt grandios. Ja, und dann ist es so, ich habe im September angefangen mit YouTube. Im Oktober, glaube ich, das erste Video hochgeladen. Und ich habe schon 1600 Follower. Das ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und ich habe super tolle Kommentare. Vielen, vielen Dank euch. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ihr gebt mir richtig tolle Motivation und es geht natürlich weiter. Ganz klar. Ja, das ist völlig klar. Es macht mir natürlich immer noch genauso viel Spaß. Und es ist einfach genial. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Keine Sorge. Na, und wir haben uns ja schon ein paar Themen angeguckt. Aber die Frage ist halt auch, wie geht's denn jetzt weiter? Weil so langsam sind alle Stinger-Themen vorbei und die Stinger ist ja meine Lieblingsarmbrust. Ist dann hier Schicht? Nein, keine Sorge. Ist halt auch die Frage, bleibt die Stinger meine Lieblingsarmbrust, wenn die Entwicklung so weitergeht? Weil es kommt ja immer wirklich was Neues. Bis jetzt hat Steamboat immer nachgerüstet. Aber ist halt die Frage, wie die nachrüsten wollen, wenn ganz, ganz neue Sachen kommen. Ja, und im Jahr 2023 erwarten uns direkt am Anfang richtig, richtig coole Neuerungen. Ich bin sehr gespannt, ob das alles auch pünktlich auf den Markt kommt, weil der Jörg hat da was richtig, richtig Cooles vorbereitet. Ich weiß, es gibt auch schon erste Konzeptzeichnungen. Ich sag aber noch gar nichts dazu, weil ich nicht weiß, wie weit gerade der offizielle Stand ist. Auf jeden Fall kann ich bis jetzt sagen, das Ding hat wirklich Potenzial. Ja, 2023 wird mit der Firma Mai ein wirklich völlig neuer Armbrusthersteller auf den Markt kommen. Mai ist eigentlich ein Hersteller für Büromöbel und das denkt man ja erstmal, passt überhaupt nicht zusammen, aber warum denn nicht? Beide Gegenstände sind aus Kunststoff und Metall. Und beide Gegenstände haben bewegliche Komponenten. Und müssen bis zu 300 Kilo aushalten. Warum also nicht? Natürlich werden wir uns die Sachen dann auch anschauen, sobald die auf den Markt kommen. Aber die sind leider noch nicht auf dem Markt. Wahrscheinlich werden wir auch auf die IWA gehen. Das ist dann im Frühjahr 2023. Außerdem habe ich noch mal vor, wie damals 2020 Urlaub beim Reini zu machen. Das hat mir damals sehr gut gefallen und ja, diesmal bin ich sehr gut ausgestattet. Habe nicht nur die Alligator dabei und diesmal wird der Fokus nicht auf Bushcraft, sondern auf Archery legen. Ja? Klick auf jeden Fall auf Abonnieren, um das nicht zu verpassen. Aber mal jetzt wirklich die ganz nahe Zukunft anvisiert. Das erste Video im neuen Jahr wird ein Video zur Vlad. Die habe ich nämlich jetzt hier gerade zum Test. Ich habe sie mir noch nicht gekauft. Vielen Dank an Tommy von Crossbow Tuning an der Stelle, der mir das Ding zum Testen zur Verfügung gestellt hat. Das ist kein bezahlter Test oder sonst was. Das ist sein privates Modell, einfach nur als Leihgabe. Bevor ich mich festlege und das Ding kaufe, wollte er es mir einfach zur Verfügung stellen zum Testen. Aber ich muss sagen, nee, ich sag gar nichts. Wir reden nächste Woche drüber. Ja, und jetzt ist es halt wirklich so, ich habe tatsächlich schon ca. 300 Euro eingenommen mit diesem Kanal. Also theoretisch. Ich habe noch nichts ausgezahlt, aber ich habe das Guthaben. Und zwar bei Amazon Partner. Ich habe Links in der Videobeschreibung und wenn ihr da draufklickt, dann bekomme ich
3-12%. Das hängt davon ab, welchen Gegenstand ihr kauft. Gewisse Gegenstände geben nur 3, 4, 5, 6, 7%. Und gewisse Gegenstände, wie zum Beispiel Kleidung, wenn ihr zum Beispiel diesen Schlauchschal kauft oder dieses Oberteil, würde ich 10-12% kriegen. Mein Ziel ist jetzt nicht, dadurch reich zu werden. Das ist nicht mein Plan. Sondern einfach ein bisschen mein Hobby bezuschussen zu lassen. Na? Weil zum Beispiel könnte ich mir jetzt die Vlad kaufen, von dem Amazon-Geld. Wenn ich möchte. Oder eine Suso. Oder eine Jack. Oder eine was weiß ich. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr in Zukunft sehen wollt. Weil mit dem erwirtschafteten Geld werden wir uns diese Geräte holen. Ja, und dann ist es so, ich schalte jetzt auch Werbung auf YouTube. Das ist momentan noch sehr wenig. Gebt mir da auch gerne mal ein Feedback, falls das zu viel werden sollte. Dann stelle ich das gerne weniger ein. Aber das ist auch nochmal so ein kleiner Ansatz, um mein Hobby ein bisschen finanzieren zu können. Außerdem ist fürs Jahr 2023 eine Partnerschaft mit Steambo und auch mit Crossbow Tuning geplant. Was nicht heißt, dass ich jetzt käuflich bin. In keinster Weise. Sondern einfach nur im Grunde das gleiche wie auch bei Amazon, dass ich einen Link habe, beziehungsweise einen Gutscheincode. Und wenn ihr den benutzt, dann werde ich am Gewinn beteiligt. Dadurch werde ich natürlich auch nicht reich. Das ist aber auch nicht das Ziel. Es kommt alles wirklich diesem Kanal und somit dann auch euch als Community zugute. Deswegen, wenn ihr demnächst nochmal beim Tommy Crossbow Tuning bestellt, dann nutzt doch den Code MAG5 und erhaltet 5 Euro auf eure Bestellung. Außerdem unterstützt ihr mich und meinen Kanal damit. Win-win für jeden. Ja, und dann gibt es noch ein paar Sachen, die für 2023 geplant sind, wo ich aber noch nicht zu viel verraten möchte, falls es nicht klappt. Aber ich gebe euch mal einen Tipp. Die Location, die ihr gleich im Video seht, die könnte 2023 öfters in den Videos auftauchen. Gegebenenfalls. Und vielleicht passiert mit dieser Location 2023 noch was ganz anderes. Aber wenn ich es jetzt sage, klappt es eh nicht. Ich bin da auf jeden Fall an was dran. Aber ich möchte einfach noch nicht zu viel vorwegnehmen, falls die Mühlen mal wieder langsamer malen als erwartet. Und am Ende heißt es dann, ja, was ist denn jetzt mit dem Versprochenen? Deswegen, wartet ab. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich bin nicht der Einzige, der da dran ist. Und Beispiele wie die Misch aus München-Gladbach zeigen einfach, wie gut sowas funktionieren kann. Von daher, das Jahr 2023 wird wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Und jetzt wird es Zeit für uns, das Jahr 2023 einzuläuten. Nicht mit Feuerwerk, sondern mit Bogensport. Und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Mit Leuchtnocken. Leuchtnocken sind echt ziemlich cool. Das ist wie so eine Tracer-Shell. Also das ist richtig, richtig cool. Man kann einfach ganz genau die Flugbahn sehen. Natürlich nicht im Hellen, sondern im Dunkeln. Außerdem, was auch echt cool ist, wenn ihr mal so auf 60, 70, 80, 100 Meter schießt mit einer R9, dann werdet ihr definitiv nicht immer treffen. Aber ihr werdet definitiv euren Pfeil immer wieder finden. So, aber bevor ihr jetzt auf Amazon geht und einfach irgendeine Leuchtnocke für Armbrüste kauft, stopp. Denn das Ganze ist gar nicht mal so leicht. Das hier ist eine Leuchtnocke für Armbrüste. Das hier ist jetzt aber ein R9-Pfeil. Wie ihr seht, das ist ein ganz anderer Pfeil. Das ist hier für die dicken Dinger, für Excalibur, für Jack, für Hex, für sowas ist das gedacht. Das ist aber nicht für Edda und Siege und auch nicht für eine R9. Und die gibt es halt einfach nicht für eine R9. Das ist wirklich sehr schade. Wir bräuchten halt eigentlich eine Half-Moon-Nocke, also genau die hier in klein. Aber die gibt es nicht. Was aber auf die Schäfte von der R9 passt, sind Leuchtnocken, die für Bögen entwickelt wurden. Aber so eine Leuchtnocke lässt sich nicht einnocken, ne? Die ist zu eng. Deswegen, ich habe hier ein Pfeilset, also keine Bogensportpfeile, sondern zum Wegfeilen von Gegenständen. Und wir nehmen uns hier die Runde. Diese runde Pfeile ist jetzt ungefähr genauso dick wie die Sehne. Ne? Ich verlinke euch das Pfeilset natürlich unten. Ja, und jetzt geht ihr einfach in diese Nocke rein und feilt die so weit auf, dass die Sehne dort gut einnocken kann. Das Ding ist halt, so eine Sehne für eine Armbrust ist halt einfach ein bisschen dicker als für einen Bogen. Die hat ja eine besonders starke Mittelwicklung. Ne? Deswegen ist das hier einfach ein bisschen fester. Also zieht das da ruhig raus. Wichtig! Bei den Pfeilen, die ich euch verlinke, weil ich werde euch nicht die hier verlinken, die sind echt schlecht. Die sind leider nicht so gut. Ich werde euch die hier verlinken, die sind richtig gut. Großer Vorteil bei denen ist, wenn die Sehne draufkommt, geht die automatisch an. Außerdem ist hier wirklich eine farbige LED drin. Hier ist halt einfach nur, ja, ist eine weiße LED drin und das dünnwandige Plastik ist halt irgendwie eingefärbt. Ne? Aber das ist nicht so schön. Ich habe nur leider keine unbearbeitete mehr von den guten, deswegen muss ich es euch an der zeigen. Wenn ihr das aber abfeilt, passt auf, dass ihr diesen Pin hier, den ihr da seht, dass ihr den nicht wegfeilt, weil dieser Pin aktiviert die LED.
Ihr müsst das nicht so weit runterfeilen, wie ich es hier gemacht habe. Ich habe hier wirklich versucht, so eine Hafenmonocke draus zu machen. Es reicht wirklich, wenn ihr das so weit auffeilt, dass die Sehne da reinpasst. Und wirklich passt auf, dass ihr den Nocken nicht wegfeilt. Das wäre sehr ärgerlich, weil dann geht der Fall gar nicht mehr an. Wegen meinem Tipp, nehmt die Pfeile seitlich und nicht so. Weil so kann es passieren, dass ihr diesen Noppen wegmacht. Wenn ihr das so macht, eher weniger. Ja, und also das hier sind halt wirklich blöde Leuchtnocken. Die sind auch nicht so, dass die aktiviert werden, wenn man schießt, sondern man muss die rausziehen, muss diesen Stab reindrücken und dann ist sie aktiviert. Ja, es ist eine Leuchtnocke, aber es sind nicht die Leuchtnocken, die ich euch empfehle. Ich weiß auch nicht, wie es im Video aussieht. In echt sieht es auf jeden Fall nicht besonders cool aus hier. Also das ist kein Grün. Und das hier soll übrigens rot sein. So, und jetzt müsste es so langsam genug aufgefeilt sein. Ich schau mal, ob die Sehne jetzt passt. Ja, noch nicht ganz. Da gibt es immer noch eine kleine Stelle, an der es hakt. Ne? Da ist so ein kleiner Hubbel. Den Hubbel müssen wir da jetzt rausholen. Dazu nehme ich jetzt eine flache Feile und nicht mehr die runde. Und gehe da einfach so drüber. Bei diesem schlechten, dünnwandigen Plastik könnt ihr sogar die Flügel einfach auseinanderbiegen. Das würde ich euch aber nicht empfehlen und habe es euch deswegen auch nicht gezeigt, weil ihr bei den guten das nicht machen könnt. Und wie gesagt, ich würde euch wirklich die guten empfehlen, weil ob ihr jetzt 6 Euro oder 3 Euro für eine Nocke zahlt, macht meiner Meinung nach nicht so viel Unterschied, wenn die 6 Euro Nocke dreimal so gut ist. Ne, da macht es keinen Sinn, da irgendwie ein paar Euro zu sparen. Macht einfach keinen Sinn, ne, weil ihr werdet mit den Nocken einfach nicht so zufrieden sein, wie ihr es mit den guten werdet. Und die guten gibt es natürlich auf Amazon, die werden verlinkt. Auch da ist natürlich so, ne, das kommt natürlich meinem Kanal zugute, wenn ihr darüber kauft. So, das ist jetzt schön glatt und schön weit offen. Jetzt stecken wir es nochmal auf die Sehne und wir sehen, es passt. Das ist cool, genau so können wir das jetzt nutzen. Also ihr könnt es auch runterfeilen wie hier, aber ihr müsst es nicht machen. So seid ihr einfach wesentlich schneller und ja, der Effekt ist der gleiche. Wenn ihr diese Nocken kauft, dann bekommt ihr einen kleinen Schraubenzieher dabei. Bitte verliert den nicht. Wofür ist denn der da? Da ist ja kein einziges Gewinde drin. Dieser Schraubenzieher ist dafür da, die LED wieder auszumachen. Denn wenn die Sehne einmal drauf gedrückt habt, dann kriegt ihr die Nocke ja nicht wieder einfach aus. Da gibt es hier ein kleines Loch, da geht ihr dann mit diesem Schraubenzieher rein und drückt diesen Plastikteil wieder hoch. Na, und schon ist sie aus. Und das ist halt wie gesagt einer der großen Vorteile von denen, im Gegensatz zu denen, weil die müsst ihr erst rausziehen und dann den Pin hinten rausziehen. Die Leuchtnocken bieten euch jetzt halt mehrere Vorteile. Einerseits, ihr könnt die Flugbahn sehen und könnt dadurch sehen, ob der Pfeil sich auch wirklich gut in der Luft verhält oder ob da vielleicht die Vanes angeschlagen sind und der Pfeil deswegen eiert. Außerdem könnt ihr jetzt den Pfeil viel leichter wiederfinden, falls ihr ihn verschießen solltet. Und es sieht halt einfach geil aus. Im jagdlichen Bereich hat das Ganze wohl auch einen Sinn, wobei ich darauf nicht großartig eingehen kann, weil ich keinerlei Ahnung davon habe. Aber ich vermute mal einfach, dass man dann halt sehen kann, dass man getroffen hat und in der Dämmerung das Tier sieht. Keine Ahnung. Ist in Deutschland ja eh irrelevant. Deswegen interessiert es mich nicht. Aber ich wollte es gesagt haben. Und damit das Ganze noch näher an Silvester rankommt, habe ich noch was Spezielles vorbereitet. Das sind 5 Pfeilspitzen. Mal gucken, ob es auch beim Schießen funktioniert. Und wir sehen uns jetzt im Dunkeln wieder auf der Schießbahn, die leider noch geheim bleibt. Vorerst. Der ist ohne Pfiff. Der
Es macht Spaß, aber die ganz normale Spitze fliegt eindeutig am besten. Ja, und in dem Sinne, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, weil das war's für heute. Ich wünsche dir einen sehr, sehr guten Rutsch ins neue Jahr und dass 2023 für uns alle besser wird als 2022. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du von meinen Plänen für 2023 hältst, ob du Vorschläge hast für 2023 und schreib mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche Geräte dich fürs neue Jahr am meisten interessieren. Ich schaue mir jetzt erstmal die Vlad genauer an und in diesem Outro werden sie auch schon mal schießen. Dann kannst du mal so grundlegend sehen, wie das funktioniert. Ja, und das schon mal gesehen, ne? Der Zusammenbau ist wirklich richtig genial, schnell, einfach. Genau wie man es so von IK Archery kennt. Das ist echt schon mal eine coole Sache. Aber ja, ich möchte dem Test mal nichts vorwegnehmen. Es ist ein bisschen fummelig hier. Ich weiß halt auch nicht, ob diese Magic, die ich euch da letztens gezeigt hatte, dass die Sehne dann den Pfeil richtig rumstellt. Ob das hier funktioniert, weiß ich gar nicht. Weil es steht halt hier drauf, dass man extra darauf achten soll, dass der richtig da liegt. Ne? So, wie dem auch sei. Wir fangen jetzt einfach mal an. Und ja, wir möchten im Präzisionstest nichts vorwegnehmen, deswegen gibt es kein Schussergebnis. Okay, der war gut. Schade, dass es kein Schussergebnis gibt, weil da sind gerade Funken gesprungen. Wie konnte das denn passieren? Ich mache jetzt hier gerade den dritten Robin in Folge. Ja, super. Die ersten beiden komplett ab vom Schuss und der Rest ziemlich genau. Naja, mehr dazu im Test. Was ist denn jetzt hier passiert? Wie kann das denn da raus? Das kann da einfach so raus. Ah ja, okay. Naja, mehr dazu im Test. Wir sehen uns nächste Woche und ich wünsche dir einen richtig guten Rutsch ins neue Jahr. Mach's gut und komm gut rein. Ciao.